In Mecklenburg-Vorpommern gibt es wenig Industrie. Der Schiffbau gibt hier vielen Menschen Arbeit. Doch jetzt müssen die P&S-Werften Insolvenz anmelden. 2000 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Die Schieflage besteht schon länger, obwohl es an Aufträgen nicht mangelt. Heute bekamen die Werftarbeiter Besuch von Ministerpräsident Sellering und Bundeskanzlerin Merkel. Doch beide kamen mit leeren Händen. Silvia Blessmann war dabei. Die Pleite für den Traditionsbetrieb an der Ostsee war dann doch ein Schock. Obwohl seit Monaten bekannt war, dass die Werft Zahlungsschwierigkeiten hat. Liefertermine von zwei Fähren zum Beispiel konnten nicht eingehalten werden. Am Ende hat auch Lohnverzicht der Belegschaft nichts genützt. Ein letzter Hoffnungsschimmer flammte am Morgen auf, als die Kanzlerin vorbeikam. Doch einen neuen Rettungsschirm für die Werft in ihrem Wahlkreis hatte sie nicht dabei. Wir haben der Werft geholfen von Bundesseite und von Landesseite. Der staatliche Rahmen ist ausgeschöpft. Nun ist es klar, mehr Geld vom Staat wird es nicht geben. Frust über fehlende Perspektiven bei den Schiffbauern. Ich habe gerade ausgelernt im Juli und ich will nicht, dass ich jetzt schon mein Arbeitsverhältnis hier beenden muss. Das geht schon seit 2 Jahren nur bergab. Für mich ist das eine Katastrophe, ein Trauerspiel. Ja, man hat ja gesehen, dass die Schiffe nicht fertig werden. Und warum auch immer. Das wusste man auch nicht so genau. Ne? Managementfehler, Altschulden, Strafzahlungen. Schon im Mai holte sich Ministerpräsident Sellering in Brüssel das Einverständnis für ein von Bund und Land getragenes Rettungspaket über 152 Millionen Euro. Doch die bestellten Schiffe wurden einfach nicht fertig. Beide Standorte, Stralsund und Wolgast, müssen wohl Insolvenz anmelden. Eine Katastrophe für Vorpommern. Diese Region wird verarmen. Diese Region wird richtig wirtschaftlich und finanziell in die Knie gehen. Denn es sind die letzten gut bezahlten Industriearbeitsplätze. Nur vom Tourismus können sie hier im Nordosten nicht leben.